eine etwas lange und hässliche Formulierung. Worum geht's? Es geht offensichtlich um eine Funktion, 1 durch x Quadrat, und da haben wir ein Rechteck. Das Rechteck liegt mit zwei Seiten auf den Koordinatenachsen und ein Eckpunkt liegt im ersten Quadranten auf dieser Funktion. Zeigen muss ich offensichtlich, das Volumen des Rotationskörpers hängt nicht von der Wahl des Rechtecks ab. Ich schätze mal, Sie verstehen erstmal Bahnhof. Wir machen das folgendermaßen. Ich fange erstmal an und zeichne mir die Funktion und dann überlege ich mir, wie das Rechteck aussieht. Und dann denke ich weiter. Also, x- und y-Achse. Die Funktion 1 durch x Quadrat. Sie sollten wissen, wie 1 durch x Quadrat aussieht. Falls Sie es nicht wissen, machen Sie eine Wertetabelle und zeichnen sich dann die Funktion ein. Also, das ist 1 durch x Quadrat. Man könnte zum Zeichnen auch so vorgehen. Ich sage, wenn x gegen unendlich geht, habe ich 1 durch unendlich. Das heißt, meine y-Werte gehen gegen 0. Ich habe nur gerade Hochzahlen, deswegen ist die Funktion links und rechts gespiegelt. Also sprich, sie ist achsensymmetrisch. Und zwar liegt sie immer oberhalb der x-Achse, weil oben habe ich eine plus 1 und unten Quadrat ist auch immer positiv. Ich habe also nur positive Vorzeichen. Bei der y-Achse habe ich eine senkrechte Asymptote, weil da wird der Nenner 0. Der Nenner wird 0 bei x gleich 0. Und eben da, wo der Nenner 0 ist, hat man senkrechte Asymptoten. Eben die Alternative wäre, Sie machen eine Wertetabelle und lassen sich die Funktion einfach ausgeben. Gut, zu meinem Rechteck. Das Rechteck liegt mit zwei Seiten auf x- und y-Achse. Und ein Punkt liegt im ersten Quadranten auf der Funktion. Irgendwo. Ich male jetzt also diesen Punkten irgendwo im ersten Quadranten. Die Quadranten 1, 2, 3, 4. Im ersten Quadranten auf der Funktion. Das heißt, wenn zwei Seiten vom Rechteck jetzt da liegen, auf x- und y-Achse, dann muss das Rechteck irgendwie so liegen. Es sollte halt ein Rechteck sein. Dieser Punkt. Nennen wir ihn mal P. Was für Koordinaten hat er? Die x-Koordinate kenne ich natürlich nicht. Nenne ich irgendwie, ich nenne sie U wie immer. Also jede Extrem wird Aufgabewert U. Der y-Wert, wie kriegt man y-Wert raus? Y-Werte erhält man, indem man den x-Wert nimmt und in die Funktion einsetzt. Mein y-Wert wäre also 1 durch U Quadrat. Schön. Jetzt dritte und vierte Zeile. Das Rechteck soll um die y-Achse rotieren. Das heißt, es kreist so rum. Also habe ich hier so einen Rotationskörper, im Prinzip einen Kegel. Also das untere rotiert so ein bisschen, das obere rotiert. Und damit habe ich, Entschuldigung, ich habe Kegel gesagt, Zylinder natürlich. Damit habe ich einen Zylinder. Also sprich, blöd gesagt, so eine Dose, eine Runde. Und jetzt schauen Sie natürlich in der Formelsammlung nach. Es geht ja um das Volumen. Also brauche ich das Volumen vom Zylinder. Und da finden Sie die Formel Pi mal R Quadrat mal H. Das heißt, ich muss wissen, was ist mein R und was ist mein H. Der Radius ist ja der Abstand hier von der y-Achse bis zu dem Punkt. Und das ist eine waagerechte Strecke. Und waagerechte Strecken berechne ich immer, indem ich die x-Werte voneinander abziehe. Ich sage also, mein Radius ist rechter x-Wert minus linker x-Wert. Rechter x-Wert ist praktisch der x-Wert von p. Das ist u. Also eben mein Rechteck endet ja rechts bei p. Das heißt eben, rechter x-Wert ist u. Der linke x-Wert, das Rechteck endet links bei der y-Achse, also bei 0. Sprich, mein Radius ist u. Die Höhe von meinem Zylinder ist eine senkrechte Strecke. Senkrechte Strecken berechne ich, indem ich die y-Werte voneinander abziehe. Also ich rechne immer obere y-Wert minus untere y-Wert.
oben. Wie weit geht das Rechteck hoch? Es geht hoch bis zum Punkt P. Also ist mein oberer y-Wert der y-Wert von P. Also 1 durch u². Der untere y-Wert, wie weit geht das Rechteck runter? Es geht bis zur x-Achse runter. Das heißt, der untere y-Wert ist 0. Sprich, die Höhe ist 1 durch u². Jetzt habe ich alles, jetzt kann ich es einsetzen. Und habe also das Volumen vom Zylinder ist Pi mal R², also u², mal Höhe ist 1 durch u². Und, Sie werden es nicht glauben, u² fällt weg und ich erhalte das Volumen ist Pi. Also schreiben wir es nochmal auf. Das Volumen vom Zylinder ist Pi. Damit bin ich fertig. Warum? Ich sollte ja zeigen, dass das Volumen unabhängig von der Wahl des Rechtecks ist. Was heißt überhaupt Wahl des Rechtecks? Was kann ich variieren? Ich kann eigentlich nur einen Punkt P variieren. Weil eben diese Seiten liegen auf jeden Fall auf X- und Y-Achse. Und der Punkt P, den kann ich variieren. Also er liegt natürlich irgendwo auf der Funktion, aber ich kann weiter links oder weiter rechts gehen. Und jetzt habe ich aber gezeigt, mein Volumen, das hängt gar nicht von diesem P ab. Also das U taucht nicht auf. Das heißt, weder mein X-Wert noch mein Y-Wert, also nichts mit U taucht dann drin auf. Also ist es wirklich völlig egal, wo ich diesen Punkt P ansetze. Und damit habe ich jetzt also gezeigt, das Volumen vom Rechteck, also vom rotierenden Rechteck, ist unabhängig von U und damit unabhängig von P und damit unabhängig, wo ich mein Rechteck ansetze. Damit wäre also die Aufgabe gelöst. Ihnen ist wahrscheinlich aufgefallen, wir haben eigentlich kein Maximum und kein Minimum bestimmt. Dieser Typ von Aufgabe, also wo man zeigen soll, dass irgendetwas unabhängig von U oder von was auch immer ist, ist eigentlich keine Extremwertaufgabe, weil man kein Maximum berechnet. Ich hab die Aufgabe trotzdem unter Extremwertaufgabe reingepackt, weil die Rechenweise bis dahin ist die gleiche. Also ich hoffe, Sie vergeben mir dieses kleine wie auch immer. Ja, Sie haben es kapiert.